So, dann wollen wir mal gucken, wo hier das Büro ist. Hier geht's rein. Guten Tag. Markus, du hier in Bonn, wie schön. Komm, ich zeig dir unseren Platz, wir gehen mal raus. Ja, gerne. Mein Name ist Katrin Krumbach und ich bin die Marktleiterin von Pützins Markt. Und das hier ist euer Hauptquartier, ne? Hier vorne seht ihr unsere Halle, in der wir die Vorbereitungen jetzt vor Ort treffen. Und hier seht ihr schon die ersten Wohnwagen. Seit Montag beziehen hier die Schausteller Quartier und haben hier ihr zweites Zuhause. Das geht ja erst in ein paar Tagen los und jetzt ist ja schon richtig Action hier, ne? Ja, seit Montag ist hier richtig Action auf dem Platz. Ich zeige euch das gleich mal. Denn jetzt ist Neuss zu Ende und von dort kommen viele zu uns rüber und haben dann direkt hier Stellung bezogen. Ich bin mit dir jetzt auf unserem Platz. Ich habe neben mir Hans-Peter Markmann. Hallo. Und ich freue mich, denn ich weiß schon seit geraumer Zeit, denn normalerweise ist der Pützins Markttreff ja eine absolute Institution. Aber in diesem Jahr gibt es was ganz Besonderes, denn wir haben hier auf Pützin einen ganz neuen Schriftzug, nämlich die Markmann-Bude. Hans-Peter Markmann, wollen Sie was dazu sagen? Ja, der Pützins Markttreff ist ja allgemein bekannt, ne, als beliebtester Ausschank auf Pützin. Aber im Volksmund heißt er nicht Pützins Markttreff, im Volksmund sagen die Leute, wir gehen an die Markmann-Bude. Und somit haben wir in diesem Jahr uns gedacht, jetzt machen wir was Neues, jetzt machen wir einen LED-Schriftzug mit der Aufschrift die Markmann-Bude. Das ist hier praktisch ein Heimspiel, ne? Das ist hier unser Heimspiel, ja, da freuen wir uns jedes Jahr besonders drauf. Was macht den Pützins Markt zu was Besonderem? Ja, der Pützins Markt ist ja einzigartig durch den Markt, durch dieses Marktwesen, was um den Platz oder in den Platz integriert ist, der Blutmarkt zum Beispiel. Ja, richtig, das ist ja auch ein Bestandteil vom Pützins Markt. Ist das richtig, dass die Familie Markmann auch im Karneval tätig ist? Ja, selbstverständlich. Im Karneval sind wir voll tätig, voll integriert, wo immer wieder unsere Dekofahrzeuge oder unsere alten Zugmaschinen im Einsatz kommen, die die einzelnen Vereine die Wagen ziehen. Ja, hier in Bonn-Beul gibt es da so eine Tradition mit der Wäscheprinzessin. Und die war die Romina. Und wann war das? Das war meine Nichte im Jahr 2019. Wo geht's denn diesen Jahr noch überall hin? Von Pützin aus geht's zum Stadtfest nach Hennef, dann zu der Hanakirmes und dann geht's weiter Oldenburg, Bremen, Soest. Gibt es eigentlich irgendwie eine Veranstaltung, wo Sie am liebsten sind? Ja, es gibt Lieblingsveranstaltungen. Also an erster Stelle, wie gesagt, Pützins Markt, dann die Soestaler Heiligenkirmes, Düsseldorfer Rheinkirmes, Granger Kirmes. Sind Sie eigentlich bei allen Geschäften mit dabei? Ja, generell ist er bei uns immer einer von der Familie als Ansprechpartner am Geschäft. Ne, und ich kümmere mich halt um alles. Überall da, wo es brennt, komme ich im Einsatz. Ich habe zum Beispiel vorgestern meinem Sohn wieder geholfen, umsetzen von Wermelskirchen nach Bad Homburg. Ja, alle Gäste sind natürlich recht herzlich willkommen. Wir freuen uns, wir sind startbereit, wir können das und wir zeigen euch, dass wir es können. Ja, ganz toll, in diesem Jahr habt ihr auch wieder eine Wildwasserbahn hier, ne? Ja, wir sind total happy, dass wir die Wildwasserbahn wieder hier haben. Und ihr seht sie hier aktuell im Aufbau. Die Wannen sind hier schon zusammengesteckt und wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen weitergeht. Ja, wir sind jetzt hier am Oktopus und neben mir ist Marcel Markmann. Guten Tag, hallo. Ihr seid ja hier voll im Aufbau. Wir haben ja heute Morgen angefangen, da haben wir den Mittelrohrwagen in Wasser gestellt, dann haben wir die Sohle gelegt, Kabel, Podium. Jetzt sind wir gerade die Stützen am Andrehen und jetzt nach und nach wird der Mittelrohrwagen angezogen, also die Auslegerbolzen werden reingemacht und dann werden wir die ganzen Arme, Mittelbauwagen und so, das wird dann erstmal gewaschen. Und dann schauen wir mal, wie viel Uhr es ist und dann geht es morgen weiter. Und der Oktopus wird auch mit Rückwand hier aufgebaut? Ja, ne? Richtig. Die Rückwand fängt von da bis da hinten rüber an. Der wird hier wieder komplett stehen. Ich finde das immer ein bisschen schade in Düren, dass die das dann weglassen. Ne? Ja, aber das gibt halt der Platz halt nicht her in Düren. Und dafür ist das Karussell ja auch gebaut, dass man mit und ohne Rückwand bauen kann. Marcel, wie alt ist jetzt der Laden? Nächstes Jahr gehen wir in die 40. Saison, also nächstes Jahr 40 Jahre alt. Also habt ihr Jubiläum? Nächstes Jahr haben wir Jubiläum, ja. Das ist ja hier euer Heimatplatz, ne? Ja, das ist ein Heimspiel, Heimat. Ich bin hier vorne zur Schule gegangen. Nicht nur ich, meine Eltern, meine Onkel, meine Cousin, Cousine. Wir sind ja im Pützin zur Schule gegangen. Das ist mehr als Heimat. Das ist mehr Familie hier schon. Was ist das für ein Gefühl? Ein schönes Gefühl ist das, wenn man hier auf dem Platz sah, der Freundeskreis sitzt da vorne. Fotos und ja, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man hierher kommt.
Man kennt jeden, jeder, der wo mit dem Auto vorbeifährt, der hupt, der grüßt du, kurz ein bisschen unterhalten. Ja, das ist einfach Heimat. So, für alle, die das nicht wissen, auf wie viele Transportern wird das Ganze hier verladen? Ja, wir haben einen Mittelbauwagen, dann haben wir den Gondelwagen mit Mannschaftswagen zusammen, einen kompletten Rückwandwagen. Das ist extra so gemacht, dass wenn man ohne Rückwand baut, kann man auch den Rückwandwagen weglassen, plus eine große Rolle, wo der ganze Unterbau drauf ist. Wir haben ja hier jede Menge Technik hier in der Mitte, ne? Ja. Was sehen wir denn alles hier? Ja, das ist hier einmal der Hubantrieb. Damit fährt das Karussell hoch. Das ist ein Elektromotor, der geht auf eine Übersetzung. Und da drin ist eine Hydraulikpumpe, wo den Hydraulikzünder hochgeht. Hier einmal Kompressor für das Karussell anzuhalten. Ja, da ist der große Motor ist da drin. Der ist da in den Kasten drin. Plus das Getriebe für das Hauptantrieb. Und da in der Verkleidung halt drin, da ist der Extendermotor und das Extendergetriebe. Der Kompressor, der sieht ziemlich neu aus. Ja, richtig. Haben jetzt einen neuen Kompressor provisorisch geholt. Der wird jetzt noch hier eingebaut, die Tage. Wo sind eure Gondeln? Unsere Gondeln, die sind da drin. Wie lange dauert das, die so zu montieren? Im Schnitt, wenn der Kran ganz gut steht, dauert das eine 20 bis 30 Minuten, dauert das, die Gondeln drauf zu montieren. Ja, und ihr habt ja auch viel Deko. Ja, die Delfine. Und die drehen sich ja dann oben auch, ne? Ja, genau. Die werden jetzt noch abgewaschen, dann kommen die oben auf die Welle drauf. Und ja, das passiert aber, ich denke mal, erstmal morgen. Jetzt müssen wir erstmal die Bolzen reinmachen. Da können wir jetzt mal auf die andere Seite gucken gehen. Marcel, war da eigentlich in Rede? Ja, das war wieder sehr, sehr gut. Ich habe dich schon vermisst. Ja, Mist. Also das Problem ist halt... Du kannst ja nicht überall sein, ne? Überall genau sein, richtig. Ja. Wäre gerne da gewesen. Ja. Ja, da werden jetzt die Hauptbolzen, die werden mit neuem Fett eingeschmiert. Dann werden die hochgehauen, bis es nicht mehr geht. Und dann setzt man von unten drunter einen Wagenheber an, also eine Pumpe. Da muss man aber ganz schön kräftig sein, oder? Ja, jetzt macht's Stopp. Und jetzt wird mit dem Wagenheber und einer Platte wird dann der Bolzen wird dann hochgedrückt, weil das alles auf Pass ist. Zack. Und dann... Wie kriegt ihr den da wieder raus? Dann haben wir einen speziellen Hammer, einen Hammer aus Alu. Dann klopft man von oben, haut man dann die Bolzen nach unten raus. Aber braucht man schon Muckis ja, für, deswegen, ne? Mache ich es auch selber beim Abbauen. Jetzt kann man den Montagebolzen kann man jetzt rausmachen, weil jetzt der Bolzen zu 100% sitzt. Ja. Wie oft muss das eigentlich ausgewechselt werden? Die Bolzen, die werden ja alle 3 Jahre tun wir die wechseln, neu machen. Normalerweise, wenn man die neu macht, dann hat man 12 Jahre Ruhe. Aber wir wechseln die alle 3 Jahre. Ja. Und das vom TÜV so vorgegeben? Dass man ja, die müssen ja eine Sonderprüfung haben, alle 6 Jahre. Und so mache ich die alle 3 Jahre, mache ich sie neu. Dann habe ich ein bisschen Ruhe. Und da weiß ich auch für mich, dass es immer zu 100% richtig ist. Auch sehr, sehr interessant hier vorne. Kriegt gerade der Polyp eine ja, Wäsche. Ja, die 4 Babypolypen, die kriegen jetzt eine kleine Wäsche. Da werden die abgeledert noch, dann ein bisschen Licht auswechseln noch, bevor die hochgemacht werden. Ja, das ist heute erstmal der Werdegang, erstmal alles abwaschen durch Düren, Fechter, Rede. Das war alles Anschluss. Ja, da hatte man halt nicht so viel Zeit, die Sachen sauber zu machen, also so intensiv zu pflegen. Deswegen hat man jetzt ein bisschen Zeit und dann macht man das. Was habt ihr eigentlich alles für eine Beleuchtung an dem Geschäft? Wir sind jetzt fast komplett fertig mit LED. Das Einzige, was jetzt noch nicht im LED ist, sind die Arme. Da sind wir noch am Tüfteln zu Hause. Und wir hoffen, dass es dann für nächstes Jahr, dass dann auch die neue Armbeleuchtung fertig ist. Und ja, sonst ist alles komplett in LED, RGB, so wie man es nennt. Was ist jetzt ein RGB hier am Geschäft? RGBs sind die da oben. Bubbles nennt man die ja auch, da sind ja RGBs drin. Ja. Dann haben wir hier die Pixel, haben wir hier drin. Standlichtpixel, Farblichtpixel. Mhm. Ja. Dann die RGB-Scheinwerfer.
Also RGBs passen auch nicht überall, ne? Nee, richtig. Man muss ja auch so ein bisschen die richtige Harmonie finden, wie wir jetzt was machen, sonst ist es nachher zu weiß, das Geschäft. Ne? Immer so die richtige Mischung finden. Ich glaube, das ist auch von Geschäft zu Geschäft verschieden, was da passt, ne? Richtig. Jeder, ich denke mal, jeder kriegt das schon irgendwie so hin. Diese gute Mischung. Ja, da hat man immer das gute Beispiel bei den Kinzler Breakdance. Das finde ich auch eine gute Mischung zwischen LED-Schrauben und Kappen. Das finde ich mir persönlich am besten. Deshalb kann man das so pauschal eigentlich gar nicht sagen, ne? Nee. Wie ist das eigentlich während der Spielzeit? Was müsst ihr hier alles machen, bevor ihr aufmacht? Da fängt man morgens, also immer Minimum 2 Stunden, egal wenn man jetzt um 11 Uhr aufmacht, immer 2 Stunden vorher an. Da müssen dann hier sind Schmiernippel. Davon gibt es hier 4 Stück an jeden Arm. Da oben, ne, da braucht der Mann, der wo das Karussell abschmiert, braucht da morgens 1 Stunde für. Und ja, 1 Stunde braucht der Mann zum Schmieren. Dann muss einer die Gondeln abledern und Bügel kontrollieren. Der eine tut Fußboden vorne waschen plus Unterpallung kontrollieren. Ich meinerwegen kontrolliere immer die Klötze im Mittelbau. Der eine macht die 2 Kassen sauber. So hat jeder Mann seine Aufgabe. Geländer werden abgeledert und dann auch kontrolliert, ob die Splinte unten drin sind. Ja. Wie läuft eigentlich so eine TÜV-Abnahme ab? Ja, der TÜV, der kommt schon meistens bei uns auf dem ersten Kirmesplatz im Jahr und dann kontrolliert der die, der macht ja nur eine visuelle Prüfung, FI-Prüfung macht er dann. Und ja, und dann hat man ja immer die 12-Jahres-Prüfung, die hat man alle 12 Jahre. Da wird das Karussell komplett zu Hause zerlegt und UV geprüft und Ultraschall geprüft. Und ja, wenn man dann da Risse hätte irgendwo, dann wird eine spezielle Firma angerufen, wo ein Schweißer rausschickt und dann werden dann diejenigen, die Sachen, wenn Risse sind, werden dann ausgeflext, der Riss, und wird dann neu beigeschweißt. Musstet ihr nach der neuen DIN-Norm EN13814 auch einiges umbauen? Die sind ja noch am Rechnen. Die Elektroanlage ist zum Teil schon neu. Da ist es auch nicht mehr viel, was gemacht werden muss. Neue Gondelkreuze haben wir auch schon. Firma Schwarzkopf hat stabil gebaut. Ihr habt ja auch noch die Krake. Ja. Und die hat ja komplett andere Gondeln. Die wurde aber schon nach der neuen DIN-Norm komplett umgebaut. Ne? Die ist jetzt Elektrotechnik, ist die jetzt fertig. Und ja, die Gondelverriegelung ist ja jetzt nach der neuen Technik. Da schauen wir mal, ob wir die Gondeltechnik auch in unsere Gondeln reinkriegen. Ja, vielen Dank, Marcel. Und dann sehen wir uns mal während der Spielzeit. Ja, ich hoffe doch, dass du mal vorbeikommst. Gerne. Also, viel Spaß noch. Danke. Ja, und bald geht's ja los hier und hier gibt's ja noch jede Menge zu tun, ne? Das ist richtig. Also wenn man sich hier umschaut, hier wird überall gewerkelt und gearbeitet. Den ganzen Tag über fahren Zugmaschinen und Anhänger hier auf dem Platz. Und man sieht aber schon, wie sich das Feld hier entwickelt. Aus der Wiese, die hier in Bonn-Beuel ist, ist mittlerweile schon erkennbar, dass hier in einer Woche Pützinsmarkt stattfinden wird. Wo wir uns hier befinden, ist das hier praktisch auch so eine Art Kirmesplatz, der dafür angelegt worden ist. Es ist ein Platz, auf dem traditionell die Kirmes stattgefunden hat und der nun das ganze Jahr über einfach auch für die Kirmes freigehalten wird und als Kirmesplatz in diesem Sinne zu sehen ist. Die Kirmes findet ja nicht nur hier auf dem Platz statt, sondern geht hier teilweise auch noch durch die Innenstadt. Ist doch richtig, ne? Hier auf dem Platz ist der Hauptplatz und hier sind rund 170 Geschäfte positioniert. Weitere Geschäfte sind hier überall in den Seitenstraßen, Friedensstraße, Marktstraße, am Weidenbach, wo weitere Geschäfte aufgebaut werden. Wie viele Schausteller sind hier vertreten? Also insgesamt haben wir rund 500 Geschäfte auf dem ganzen Kirmesgelände. Wie viele Bewerbungen gehen da ein? Das ist unterschiedlich. Gott sei Dank hat sich mittlerweile die Situation wieder verbessert. Aber es gehen für Pützinsmarkt rund 1200, 1300 Bewerbungen ein. Ihr habt ja immer ein buntes Angebot, eine gute Mischung und in diesem Jahr ist alles auch wieder dabei hier. Was gibt es in diesem Jahr alles hier an Fahrgeschäften? Ja, wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder den Aeronauten begrüßen zu dürfen. Der Predator wird hier sein. Den Eurocoaster von Buwalda Fakta, Wilde Maus von Bad, Crazy Jungle von Luxem, Big Splash von Klünder, Breakdance Nummer 1 von Kinzler, Commander von Handstein, Musikexpress Schneider Krause, Hawaii Swing Shark,
Octopussy, Magma, Disco Fieber, Schramm, Wellenflug von Handstein, den Voodoo Jumper von Schäfer, Escape von Körmann, High Impress von Oberschelp, der Eurorutsche von Kutschenbauer, dem Riesenrad Europarad von Kipp, den Ford Trest Tower von Götzke, den Booster Max, Airborne von Ordelmann, Nessie von Markmann, Laserpix und zwei Autoscooter. Wir haben als besondere Aktion hier auf dem Platz im Bayernzelt unter anderem die After-Job-Party, die am Montag hier stattfindet. Wir haben am Dienstag auf dem Platz den Radio Bonn-Rhein-Sieg-Tag. Da werden den ganzen Tag Schlagwörter übers Radio gesendet, mit denen man dann den Nachlass von 50% auf die Fahrchips bekommen kann. Wir haben montags ebenfalls den Tag von Pützchen hilft. Das ist ein Tag, der mir auch besonders am Herzen liegt. Da werden aus dem ganzen Umland und regional Kinder von den Schaustellern eingeladen, die eine Behinderung oder eine Einschränkung haben. Und die erhalten die Möglichkeit, hier eben im normalen Tagesgeschäft dann die Fahrgeschäfte zu besuchen und haben auch nochmal eine eigene Party im Bayernzelt. Die Fahrgeschäfte fahren an diesen Tagen besonders langsam, damit eben auch Menschen mit Einschränkungen diese Fahrgeschäfte, die sie normalerweise gar nicht nutzen könnten, besuchen können. Wie ist das mit Parkmöglichkeiten hier? Ihr habt, glaube ich, hier im Umland viele Parkplätze, wo man mit dem Pendelbus hinkommt. Ist doch richtig, oder? Wir haben einen guten öffentlichen Nahverkehr. Von Bonn Hauptbahnhof kann man sich in den Bus setzen und wird direkt am Adelheidesbrünnchen abgesetzt. Wir haben aber auch für die, die aus der Region kommen, das Angebot von zahlreichen Parkmöglichkeiten hier auf den Wiesen rund um Pützchensmarkt. Aber ich empfehle allen, nutzt den ÖPNV oder kommt mit dem Fahrrad, denn wir haben auch zwei große Fahrradparkplätze. Wie sind hier die Öffnungszeiten? Ja, wir haben im Grunde ganz optimale Öffnungszeiten. Am Freitag nach dem Umzug öffnen wir um 15 Uhr ja die Kirmes. Dann haben wir bis 3 Uhr geöffnet. Am Samstag haben wir ebenfalls bis 3 Uhr nachts geöffnet. Sonntag und Montag bis 1 Uhr nachts. Und Dienstag ist hier nach dem Feuerwerk gegen 10:30 Ende. Der Pützchensmarkt blickt ja auf eine langjährige Tradition zurück. Die wievielte Ausgabe ist das jetzt hier? Ja, wir freuen uns in diesem Jahr auf die 654. Ausgabe von Pützchensmarkt. Also ist nächstes Jahr ein ganz besonderes Jahr, weil das ist ja dann eine runde Zahl. Es ist eine Halbrunde. Wie wir die feiern werden, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Gehen Sie auch selber auf Fahrgeschäfte? Ja, ich gehe gerne auf Fahrgeschäfte, aber zu wild darf es dann auch nicht sein. Aber in der Funktion als Marktleiterin bleibt einem leider oft nicht die Zeit. Wir haben eher die Chance, wenn wir andere Kirmesveranstaltungen besuchen, dort mal Fahrgeschäfte auszuprobieren. Auf eine gute Kirmes gehören ja auch die Spiel- und Belustigungsgeschäfte, sowie die Ausschenke und so weiter. Was wird hier alles geboten? Wir haben hier auf dem Platz eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Verlosungen. Davon haben wir hier auch 3 Stück. Ansonsten natürlich für jedes Alter und jedes Interesse vom Entchenangeln bis zum Ballwerfen und natürlich auch die beliebten Spiele Pusher und Greifer. Also es ist alles da. Und ihr habt hier ein großes Zelt, ne? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier das große Bayernzelt stehen haben. Wir sind froh, auch dort ein buntes Programm zu haben. Unter anderem finden dort die After-Job-Party, der Rheinische Abend, aber auch die Eröffnung statt. Und es wird eigentlich über die Tage immer gutes Essen, viel Bier und viel Musik geben. Ist das alles öffentlich zugänglich oder muss man bei manchen Sachen auch vorher buchen? Ja, bei der After-Job-Party empfiehlt es sich bereits jetzt schon eine Karte in der Tasche zu haben, denn die ist meistens ziemlich schnell ausgebucht. Und natürlich Dirndl und Lederhose sind Pflicht. Auf einer guten Kirmes dürfen natürlich die Ausschenke auch nicht fehlen. Und hier sind jede Menge vertreten und auch traditionsreiche. Eben waren wir ja bei einem, beim Herrn Markmann. Und wer ist hier sonst noch alles? Ja, als Traditionsunternehmen kann man auf jeden Fall hier vorne einen Blick hier drauf auf Gregor Schutz. Das ist ein Biergarten, der eigentlich zu Pützchen gehört, wie gutes Wetter und auch ein absoluter Traditionsausschank. Dann haben wir den Ausschank von der Familie Neuen, die natürlich ganz tolle Cocktails auch anbieten und alles, was das Herz begehrt. Also wir sind gut versorgt. Ja, früher gab es ja hier mal die berühmte Geisterbahn Geisterschlange. Die gibt es ja inzwischen leider nicht mehr auf der Reise. Aber ich sehe gerade hier ist Spuk, der Geisterkoaster ist auch eine sehr, sehr schöne Anlage. Ne?
Ja, ich habe heute noch das Vergnügen gehabt. Ich war mich selber von den Aufbauarbeiten überzeugen und habe schon mal geguckt, wie die neuen Geister aussehen. Und dort wird viel gewerkelt und ich denke mal, für den einen oder anderen wird da wirklich ein kleiner Schockmoment sein. Und wir sind total froh, dass wir sie hier auf dem Platz haben. Es ist nämlich eine besondere Geisterachterbahn sogar auf 4 Stockwerken. Also ich denke mal, es lohnt sich mitzufahren. Ja, und jetzt für die Eltern. Hier gibt es natürlich auch jede Menge Kindergeschäfte, ne? Ja, wir haben ein tolles Kindergeschäfteangebot. Ganz hinten findet man bei uns auf dem Platz auch die Kinderachterbahn von der Familie Luxem. Wir haben zahlreiche Kinderfahrgeschäfte. Die Kinderachtschleife von Lorenz ist hier vertreten. Das Kinderkarussell der Familie Wolters ist hier. Und wir haben auch vorne direkt an der Spitze zum Holzlarer Weg steht von der Familie Krämer wieder der Balluna. Ja, mein Name ist Harald Borschert. Ich bin hier Mitglied im Freundeskreis, im Vorstand. Und war früher bei der Stadt Bonn einige Jahre als Marktleiter tätig und engagiere mich jetzt hier ehrenamtlich weiter für den Pützinsmarkt. So, ich habe die Situation jetzt hier mal eingefangen. Ihr habt ja hier wirklich ein interessantes Eckchen. Kannst du mal was dazu sagen? Ja, genau. Hier ist die Ecke, die Willkommensecke, im Prinzip der Infostand vom Freundeskreis Pützinsmarkt. Das ist ein Verein mit knapp 500 Mitgliedern und hier sind also wirklich so Fans des Pützinsmarkts, die seit Jahrzehnten hier schon immer zu Beginn und der Aufbauphase des Pützinsmarktes sitzen und unter anderem auch die ankommenden Schausteller mit ihren Zugmaschinen willkommen heißen. Wie ist das entstanden? Das ist entstanden, weil hier auch der Bedarf entdeckt worden ist, dass es hier schon mal auch Informationsbedarf gab, wo muss ich hin oder so. Und dann ist natürlich in der Nähe ist auch die Marktverwaltung von der Stadt Bonn ja tätig und ansässig und auf dem Gelände unterwegs. Aber ergänzend dazu haben wir eben unseren Informationsstand. Hier sind die Flyer für die Anwohner, kann man im Hintergrund hinter mir sehen, wo dann der Plan schon ausgelegt ist oder Information. Und dann hier kann jeder Bürger hinkommen und sich Informationen einholen. Ihr habt ja eine tiefe Freundschaft hier zu den Veranstaltern und so weiter. Wie ist das entstanden, dass ihr da so einen guten Draht zu habt? Der Freundeskreis Pützinsmarkt ist einfach eine tolle Ergänzung zu dem, was die Stadt macht. Die Stadt ist Veranstalter, das sind wir nicht, das wollen wir auch nicht sein. Sag ich mal, da wollen wir keinem reinreden, auch wenn es um die Beschickung geht oder um die Verträge. Das macht die Stadtverwaltung, das Marktamt. Wir ergänzen aber mit unseren Maßnahmen. Wir haben viele Maßnahmen, die wir hier machen, einfach so als Fans des Pützinsmarktes und unterstützen die Stadt. Und der Freundeskreis, den sehe ich so ein bisschen als Bindeglied, einmal zur Stadtverwaltung, zu der Politik natürlich auch, die ja auch hier involviert ist, aber auch eben zu den Anwohnern und natürlich auch zu den Schaustellern, zu denen wir auch ein sehr enges Verhältnis pflegen. Also ihr werdet auch politisch. Ja, der Lageplan, der wird ja politisch beschlossen in der Bezirksvertretung von Beuel. Das heißt, man hat dann auch Kontakt zu Politikern, wenn es dann geht, welches Bild soll hier entstehen, also welche Geschäftsart steht wo, entscheidet die Politik und dann entscheidet die Marktverwaltung anhand dieses Beschlusses des Lageplans, wer hat das attraktivste Angebot für diese Geschäftsart und dann entsteht so eben die Auswahl für das jeweilige Geschäft. Ja, und wir pflegen eben auch einen sehr engen Kontakt zur Marktverwaltung und können dann, sag ich mal, unsere Erfahrungen, die wir schon auch seit vielen Jahren hier haben, einfach auch weitergeben und sagen, wir haben da ein schönes Geschäft gesehen. Unsere Mitglieder fahren auch auf Veranstaltungen in ganz Deutschland und sehen viele Geschäfte. Und dann kann man der Marktverwaltung auch einfach den einen oder anderen Tipp mal geben. Da gibt es ein neues Geschäft, guckt euch das mal an. Und so ist das einfach eine schöne Zusammenarbeit. Wie lange ist der Aufbau jetzt schon im Gange hier? Der ist schon seit einer Woche im Gange. Das erste Geschäft, was jetzt dieses Jahr gekommen ist, war der Eurokurs. Der ist direkt von Düren gekommen. Und so kommen dann nach und nach, dann je nachdem, wie die Route von den jeweiligen Schaustellern ist, die Schausteller hier an. Aber sag ich mal, seit gestern, vorgestern geht es hier richtig los. Von Neuss sind einige gekommen. Und jetzt geht es hier jeden Tag ein Stückchen mehr und entsteht hier die Kleinstadt Pützinsmarkt. Seit wann gibt es den Freundeskreis Pützinsmarkt und wer hat den ins Leben gerufen? Freundeskreis Pützinsmarkt gibt es seit knapp 13 Jahren. Ins Leben gerufen haben das auch einige engagierte Pützinsmarkt-Fans, unter anderem Herr Günther Dederichs, der das dieses Jahr als Vorsitzender geleitet hat. Der hat das mitgegründet, hat das jetzt 13 Jahre diesen Verein geführt und ja, der Verein hat über 450 Mitglieder und ja, das sind alles Kirmesfans aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sind viele Anwohner, die hier sich mit engagieren im Verein. Es sind viele Schaustellermitglieder, aber eben auch ganz unterschiedliche Leute, die sich hier als Kirmesfans betätigen können in diesem Verein. Sind die Männer in der Überzahl oder habt ihr auch viele weibliche Mitglieder? Nee, wir haben noch viele weibliche Mitglieder. Also genaue Statistik kann ich jetzt nicht sagen, ob das 50-50 ist, aber wir haben, sag ich mal, von den 450 sind auch sehr, sehr viele
Damen dabei. Wie ist das, wenn jetzt jemand bei euch eintreten will in euren Verein? Wie geht das? Ja, da kann man ganz normal wie in jedem anderen Verein auch eine Eintrittserklärung unterschreiben. Und der Jahresbeitrag ist relativ moderat, kostet 50 Euro im Jahr, so roundabout. Und denke ich, das ist so für jeden auch machbar, ein sehr sozialer Preis. Und das Geld wird eben dazu auch genommen, um hier eben unsere Maßnahmen zu machen. Wir haben ja vielfältige Maßnahmen hier, und damit das finanziert werden kann. Das läuft also relativ unkompliziert. Maßnahmen, wenn ich das nochmal so sagen darf, ist zum Beispiel der Festzug, der sehr beliebt ist zur Eröffnung hier an dem Freitag auf dem Platz, wo dann viele historische Zugmaschinen von Schaustellern und Wagen, aber auch eben viele Vereine mit ihren Fußgruppen mitgehen. Das ist unser Highlight. Wir sind Mitgründer des Rheinischen Abends, wo dann im Zelt dann rheinische Bands spielen und die Bevölkerung freien Eintritt hat, weil es alles über Sponsoren gegenfinanziert. Das ist auch eine tolle Sache für die Anwohner, wo die dann auch so ein kleines, ja, Bonbonchen bekommen können für die Beeinträchtigung, die sie natürlich während dieser Zeit hier auf der Phasenpützensmarkt haben. Wir haben die Modellbauausstellung hier in der nahegelegenen evangelischen Kirche, Pützensmarkt im Kleinformat, auch wo auch Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet hier ihre Modelle zeigen, alles kleine Kirmesgeschäfte, alles nachbauen, auch immer ein Besuch wert. Ja, das ist der Freundeskreis Pützensmarkt. Ihr heißt der Freundeskreis Pützensmarkt, aber das heißt nicht, dass ihr euch jetzt eingeschossen habt auf dem Pützensmarkt, sondern ihr besucht auch andere Volksfeste. Das ist doch richtig, oder? Ja, ganz genau. Also das ist natürlich in erster Linie geht es um den Pützensmarkt. Das ist ja unsere Heimat hier in Bonn-Beuel-Pützchen. Aber wir haben natürlich viele Mitglieder, die generell Kirmesfans sind und die fahren auf alle möglichen anderen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet, auch darüber hinaus. Es gibt auch in anderen Nachbarländern gute Veranstaltungen, Holland sehr viele. Luxemburg läuft jetzt gerade parallel, der Schoberfuhr, eine sehr schöne Veranstaltung. In der Schweiz gibt es Veranstaltungen, in Basel gute Veranstaltungen. Ja, und unsere Mitglieder besuchen eben auch andere Veranstaltungen und somit sammeln wir auch Know-how im Verein. Ja, du kennst dich ja sehr gut aus hier auf dem Pützensmarkt. Gibt es hier Situationen, wo du dich daran zurückerinnern kannst, die wirklich ganz speziell waren und wo du große Freude hattest? Ja, klar. Also sag ich mal, in meiner aktiven Zeit als Marktleiter war natürlich mein Highlight in meiner Karriere das 650-jährige Jubiläum zu Pützensmarkt. Das war das ganze Jahr über hatten wir Veranstaltungen. Nicht nur der Pützensmarkt, der selber schon ein Ereignis und Highlight war, aber das ganze Jahr über hatten wir dann hier in Bonn Veranstaltungen. Da war die Delegiertentagung des Deutschen Schaustellerbundes hier bei uns im Plenarsaal im alten Wasserwerk, wo früher die Bundesregierung tätig war. Das war schon so sehr erhebend. Da gab es Gänsehautmomente natürlich, wenn als Albert Ritter, der Präsident des DSB, dann am Rednerpult stand, wo früher Helmut Kohl war. Ne? Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Dann hatten wir einen historischen Jahrmarkt im Sommer in Bonn auf der anderen Rheinseite auf dem Münsterplatz mit großer Unterstützung von den Schaustellern. War auch ein tolles Erlebnis. Ein Riesenfestzug durch die Bonner Innenstadt mit historischen Zugmaschinen und Wagen und vielen und viel großer Beteiligung auch von den ortsansässigen Vereinen in traditionellen Uniformen, also auch Karnevalsvereine in ihren traditionellen Uniformen und dann natürlich der eigentliche Pützensmarkt auch hier mit Brings, Querbeat, Black Föß. Das Orchester der Beethovenhalle hat hier im Bayernzelt gehen. Das hat es noch nie gegeben in 650 Jahren. Das war natürlich schon ein Highlight, absolut. So ist Bonn eine richtige Kirmesstadt und hier gibt es natürlich auch Stammbeschicker. Was sind so die typischen Bonner Schausteller, die hier sehr, sehr bekannt sind und so weiter und immer hier den Pützensmarkt mitbeschicken? Ja, sag ich mal, Bonn ist ja generell eine Schaustellerstadt, seit Generationen schon. Und da gibt es einfach natürlich traditionell die Namen Barth, klangvoller Name in ganz Deutschland, die Familie Markmann und Familie Kipp. Und das sind so, um einige zu nennen, gibt noch viele andere und die stehen mit ihren Geschäften natürlich auch in der Regel hier, sofern sie vom Marktamt die Zulassung bekommen. Das ist jetzt hier bei uns, wo wir jetzt gerade stehen, gegenüber ist die Wilde Maus vom Rolf Barth, Riesenrad von Willi Kipp ist natürlich ein Markenzeichen hier auf unserer Pützener Kirmes, darf nicht fehlen. Und eben der schräg gegenüber von uns, wo wir jetzt gerade stehen, der Oktopus, der gerade im Aufbau ist, vom Huppermann Markmann und die Nessie vom Hans-Peter Markmann, das sind natürlich Highlights auf jeder Kirmes und wir freuen uns natürlich auch, dass die in Bonn zu sogenannten Stammbeschickern gehören. Ja, und ganz besonders ist, dass dann auch Schausteller hier auf dem Gelände noch ihr Zuhause haben. Ne? Ja, ganz genau. Also viele wohnen natürlich hier in der Nähe auch und
Ansonsten, wenn die auf der Reise sind, haben die natürlich ihre Wohnwagen, wo sie dann drinnen übernachten. Aber hier haben die Bonner Schaustellerfamilien natürlich den Luxus, dass sie dann direkt hier in Bonn in ihren Häusern oder wo in Unterkünften dann auch tatsächlich wohnen können. Wohnen nicht weit entfernt. Also die zum großen Teil hier in Bonn oder in der näheren Nachbarschaft in Euskirchen. Du kommst hier aus Bonn-Beuel? Ich selber komme aus Rheinbach. Aber habe eben in Bonn hier bei der Stadtverwaltung gearbeitet und fühle mich hier Pützchen auch sehr verbunden. Was machst du jetzt beruflich? Ich bin seit anderthalb Jahren in Pension, also habe den Dienst bei der Stadt Bonn dann jetzt beendet und engagiere mich jetzt ehrenamtlich hier im Freundeskreis Pützchensmarkt. Einmal Kirmesfan, immer Kirmesfan, sage ich nur. Und das weißt du ja, Kirmes Markus. Und von daher habe ich was gesucht, wo ich mich ehrenamtlich betätigen kann. Und da freue ich mich hier jetzt auch eine weitere Beschäftigung gefunden zu haben, um den Pützchensmarkt weiterhin unterstützen zu können. Ja, und hier haben wir noch ein besonderes Schmankerl in diesem Jahr. Ja, genau. Neben den Aktivitäten, die ich ja schon erwähnt habe, gibt der Freundeskreis auch jedes Jahr einen Kalender, einen Jahreskalender heraus mit tollen Fotos eben von unserem geliebten Pützchensmarkt und einen Jahressticker. Und in diesem Jahr haben wir ein ganz besonders schönes oder ein besonders tolles Exemplar, und zwar den Commander von der Schaustellerfamilie Hanstein. Und zwar der Anlass ist, weil das Geschäft Commander in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert und auch mittlerweile hier zu den Stammbeschickern auf Pützchensmarkt gehört. Und dann haben wir zu Ehren des Commanders und der Familie Hanstein in diesem Jahr den Sticker mit dem Logo von dem Commander herausgegeben. So, noch zur Kontaktaufnahme. Was habt ihr für Seiten, für Medien, wo man euch erreichen kann? Ja, wir haben eine Facebook-Seite, Freundeskreis Pützchensmarkt, und wir haben natürlich auch eine Homepage. Die wird aber jetzt nochmal überarbeitet, aber freundeskreis-pützchen.de kann man uns finden und dann auch noch viele Informationen da sich einholen, wenn man das möchte, wenn man interessiert ist. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Mitglieder vorstellen? Zum Beispiel hier mal so ein Fotograf von euch oder irgendwie jemand? Ja, das kann ich gerne machen. Ich hole mal einen. Das ist auch Detlef Machten hier, auch ein Mitglied im Vorstand vom Freundeskreis Pützchensmarkt. Und Hobbyfotograf, darf ich mal so sagen. Er bezeichnet sich selber nicht so gerne als Fotograf. Er sagt immer, ich bin der Knipser. Genau. Der macht aber trotzdem super tolle Fotos und wir sind immer begeistert davon. Und ja, es gehört auch zum ganz engen Kreis hier im Freundeskreis Pützchensmarkt. Detlef ist bei uns im Verein, sag ich mal, wir nennen ihn den technischen Leiter. Das heißt, neben seinem Hobby Fotografie macht er auch andere viele Dinge. Er pflegt die Homepage mit und sorgt für die technische Ausstattung bei uns in der Geschäftsstelle. Und Detlef, was machst du sonst noch so? Erzähl mal selber. Ja, ansonsten mache ich viele Bilder vom Aufbau. Ja, fotografiere auch Szenen, die nicht so alltäglich sind, wo die Jungs dann hier am Aufbauen sind und am Arbeiten sind. Viele private Bilder auch, die dann nicht veröffentlicht werden, für die Schausteller machen wir. Ja, und wie soll ich sagen, einfach just for fun. Detlef, kannst du dem Kirmus Markus nochmal sagen, wie du zum Freundeskreis Pützchensmarkt gekommen bist? Zum Freundeskreis Pützchensmarkt bin nicht nur ich, sondern viele andere auch gekommen. Wir haben hier unsere Ecke, die man im Hintergrund sieht. Und da hatten wir damals einen, der leider jetzt schon verstorben ist, den Hans Auftermauer. Der saß immer schon ab dem 1. August, obwohl hier eigentlich noch kein Wagen war, hat er schon da auf der Ecke gesessen. Und da haben wir uns dann irgendwann dazu gesellt und hatten unseren Spaß. Und so ist das mehr oder weniger entstanden, dass wir uns halt hier getroffen haben. Und dadurch ist dann irgendwann, haben die paar Leute gesagt, was machen die da auf der Ecke? Und dann sind die dazugekommen und dann haben wir halt den Verein gegründet. Der Hans gehörte immer dazu. Jetzt haben wir da, weil er ja vor 4 Wochen verstorben ist, haben wir uns jetzt gesagt, wir hängen da ein Bild bei uns mit in den Stand rein, dass er auch nach seinem Tode noch bei uns ist. Und wir finden das einfach gut. Er war mehr oder weniger der Urgestein von uns. Und dementsprechend, denke ich mal, hat er das auch verdient. Und somit bleibt ein Teil von euch hier, ne? Der bleibt immer ein Teil von euch. Genau. Das ist doch schön. So, lieber Markus, vielen Dank für deinen Besuch hier in Bonn. Und ihr alle, die draußen an den Kanälen seid, kommt nach Bonn, genießt die Show hier. Ich wünsche euch viel Spaß und wir freuen uns auf euch.